Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt dazu abgestimmt auf Snapchat, dass ihr ein Make-up-Tutorial sehen wollt. Deswegen werdet ihr heute ein Make-up-Tutorial bekommen. Ich habe diese neue Palette, habe ich euch auch neulich auf Snapchat gezeigt. Die ist von NYX und I love it. Guckt euch mal die Farben an. Ich bin endlich wieder am Start mit meinen Farben. Ich war echt in so einer kreativen Down-Phase, aber ich glaube, so langsam kommt es wieder zurück. Ich werde wahrscheinlich was mit den gelblichen und den rötlichen Tönen machen, weil passt auch einfach zu meinem Hintergrund so recht. Jetzt habe ich wieder eine neue Ausrede. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, ich habe auch endlich wieder mein Hyaluron-Serum, was ich eine Zeit lang voll gerne immer vor der Foundation verwendet habe. Und dann gebe ich mir das hier einmal auf. Oh, das ist so schön kalt. Und das klopfe ich mir in meine Haut ein. Und das Ganze wird jetzt ein bisschen klebrig. Und das hilft mir auch dabei, dass meine Foundation nicht an trockenen Stellen oder so haftet. Und dann benutze ich die Foundation, die ich zurzeit ständig benutze. Und zwar von, wie heißt es nochmal, Face Atelier. Die Ultra Foundation. Ich werde die aber mischen mit, wo ist es denn? Genau, mit diesem Flüssig-Highlighter von Cover FX. Das ist in der Farbe Sunlight. Als Highlighter ist die Farbe mir zu dunkel, aber ich kann die mit in meine Foundation mischen. Das Ganze sieht so aus. Warte mal, es ist sehr metallic. Es gefällt mir nicht so, um es pur als Highlighter zu verwenden. Aber mit in die Foundation gemischt mag ich sehr gern. Ich habe schon mehrere Male verwendet, nur halt nicht vor der Kamera. Dann gebe ich mir da so zwei Pumpstoßens von der Foundation mit rein. Das waren drei. Dann trage ich mir das jetzt mal so auf mein Gesicht auf. Brauche ich dann noch ein bisschen mehr. Ja, ich habe die hier gerade auch stehen. Also dann haue ich die auch einfach mit rein. Das ist die Tarte Rainforest of the Sea Foundation. Ich habe einfach Bock, alles auf mein Gesicht zu hauen, Leute. Und dann nehme ich mir meinen angefeuchteten Beauty Blender und verblende das Ganze. Kurz nebenbei, Leute, ich habe so eine Probleme mit einer trockenen Kopfhaut zurzeit, also wirklich jetzt schon eine längere Zeit eigentlich. Zwischendurch benutze ich ganz gerne so eine Mischung aus Apfelessig und Wasser, um das ein bisschen zu vermindern. Aber ich werde es nicht so richtig los. Habt ihr irgendwelche Tipps? Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben? Irgendwelche Shampoos, die ihr gerne benutzt oder irgendwelche DIY-Haarmasken, die ihr gerne macht? Weil es wird halt nicht weniger. Also kommt mir gerade vor, als hätte ich nicht genug Deckkraft. Mein Selbstbräuner ist mittlerweile übrigens auch komplett weg, aber das habt ihr wahrscheinlich auch in meinem letzten Video gesehen. Aber ich trage mir heute neuen auf. Als Concealer ganz schnell und easy Catrice Liquid Camouflage. Hier. Schön zum Highlighten. Auch an den Nasenflügeln, damit meine Nase optisch verschmälert wird. Das wisst ihr wahrscheinlich mittlerweile. Das ist auch wieder verblendet. Ich habe das Gefühl, ich flitze heute durch die Haut. Übrigens, Leute, falls ihr irgendwelche Videowünsche habt, irgendwelche bestimmten oder so, gerne ab damit in die Kommentare. Dann lese ich mir das mal durch. Und dann kann ich eure Wünsche mal mit meinen Ideen vergleichen und weiß ich so ein bisschen, was ich zunächst umsetzen werde. Das Ganze werde ich fixieren mit dem losen Puder von Cover FX. Das kommt hier mit so einem Plastikdeckel nochmal, damit das nicht überall hingeht in der Zeit, dass man es nicht verwendet. So, dicker los. Dann tupfe ich mir das auf. Auch auf der Nase. You know, Hannah und die Nase, you know. Jetzt verwende ich eine Creme, einen Creme-Bronzer. Ich habe neulich, als ich mich geschminkt habe, habe ich direkt einen Puder-Bronzer verwendet, ne? Dazu war es auch noch der Bahama Mama von The Balm, den ich von der Farbe sehr gerne mag, aber der bei mir sehr schnell fleckig wird. Und ich hatte keine Creme, kein Creme-Produkt darunter. Hatte ich wieder so einen weißen Fleck hier oder an der Wange, ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Ich habe da so eine Pigmentstörung, irgendwie will meine Haut da kein Pigment annehmen. Das Einzige, was mir dabei hilft, was euch vielleicht auch helfen könnte, ist wirklich ein Creme-Produkt vorher zu verwenden. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr arbeitet mit einem Creme-Produkt und das wird fleckig, dann versucht es echt mal mit einem Synthetikpinsel aufzutragen. Das ist den ich am allerliebsten dafür habe. Und zwar ist es der von Real Techniques, der Sculpting Brush, wenn ich mich richtig erinnere. Ach ja, hier steht es ja auch, Sculpting Brush. Der ist halt sehr fest gebunden und der trägt das Produkt total toll auf. Und dann trage ich das halt erstmal damit auf und versuche das dann auch so ein bisschen zu verblenden. Und sobald ich das gemacht habe, gehe ich nochmal mit dem Beauty Blender drüber, jetzt mit dem Po, weil da haben wir noch keinen Puder mit aufgetragen. Und fahre einfach so über die Ränder nochmal drüber, dass das Ganze auch schön verblendet ist, aber nicht allzu hart, weil ich finde, der Beauty Blender macht so Creme-Produkte oft ein bisschen fleckig. Und dann nehme ich einfach irgendeinen beliebigen Puderpinsel mit dem gleichen losen Puder und presse es da erstmal drauf auf. Also ich tupfe das nur so ganz leicht, damit ich das Produkt auch nicht irgendwie hin und her verreibe.
Und danach kann man dann auch noch so ein bisschen wischen. Ich sehe aus mit diesem Stirnband wie diese Sportler, wie diese Läufer oder so. Wisst ihr, diese Typen, die dann so meistens so ein bisschen längere Haare haben, dann machen die auch solche Haarbänder rein. Kommen wir zu Highlighter. Da werde ich heute Laura Geller Gilded Honey verwenden, der leider ein bisschen kaputt gegangen ist. Was ich bei diesem Highlighter immer sehr mache, ist, dass ich ihn wirklich so in das Produkt reinpresse, mein Pinsel, weil das Pigment nicht ganz so leicht aufzunehmen ist. Aber sobald ihr es dann auf dem Pinsel habt, sieht es richtig, richtig geil aus. Das sage ich euch. Ich mische das Ganze jetzt aber nochmal mit dem Ton Peach Glow. Die beiden Farben in Kombination mag ich total gerne. Ziehe ich den hier so. Und ich mache das wirklich hier so ein bisschen hoch, weil mein Gesicht einfach so von der Form her ist. Und ich habe alles mit der Seite des Pinsels aufgetragen, deshalb drehe ich den Pinsel jetzt einfach um und mit der sauberen Seite verblende ich das Ganze. Neulich habe ich noch gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Highlighter. Ja, so schnell kann es sich ändern. Und so oberhalb der Augenbraue für diesen richtig schönen Glow. Seht ihr das? Boah. Ach, die Nase konturiert habe ich ja jetzt gar nicht, ne? Könnte man auch mal ein bisschen machen. Dafür verwende ich dann meinen geliebten Bronzer vom Bäcker, der kaputt gegangen ist. Beziehungsweise ist eigentlich ein Gesichtspuder. Bisschen an der Spitze. Jemand von euch hatte mich auch gefragt, um ein Video zu machen über Nasenkontur. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, ob ich da die richtige Person für bin. Oh nein, 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 mein Serum ist umgefallen. Oh, gerettet, gerettet. So, und dann bake ich die Seiten meiner Nase genau an der Nasenkontur entlang. Oh, guck mal, wie süß klein die Nase jetzt aussieht. Ist das süß? Oh. So, jetzt seid ihr ganz schön nah und ich verblende mir erstmal das Produkt, was sich noch auf meinem Augenlid befindet. Und ich gebe mir noch ein kleines bisschen Concealer auf. Was hängt denn hier? Wimper? Wenn es eine Wimper ist, muss ich mir was wünschen. Ja, es ist eine Wimper. Okay. Den Mund darf ich euch aber nicht verraten. Bin ich die Einzige, die das noch macht bis heute? Oder ihr auch? Scheiß mir in die Kommentare. Das verblende ich mir dann einfach. Und das Ganze fixiere ich einfach mit dem übrigen losen Puder, das sich noch auf dem Pinsel, auf dem Beautyblender befindet. Was für Pinsel, Hanna. Und jetzt kommt Star of the Show hier. Kann einen doch nur glücklich machen, oder? Wenn man das sieht. Ich fange an mit diesem hellen Gelbton auf jeden Fall. Und das gebe ich mir erstmal in die Lidfalte. Schaut mal, wie gut es pigmentiert ist. Das denn hier schon wieder. Als nächstes verwende ich jetzt diesen Ton und trage das ein. Oh, geil! Schaut euch diese Pigmentierung an, Leute. Der Pinsel, den ich hierzu benutze, ist übrigens der E40 von Sigma. Den benutze ich immer für eine Übergangsfarbe. Ich habe mir gerade den Pinsel ins Auge gestochen. Als nächstes werde ich diese beiden Töne mischen. Diese Lippen. Ich mache das einfach so. Auf jeden Fall trage ich diese Farbe jetzt etwas nie. Alter, diese Pigmentierung. Ich bin gerade richtig umgehauen. Nix, you did a very good job, ja? Leute, wisst ihr, was ich auch unbedingt ausprobieren möchte? Diese neue Foundation von NYX. Total Control oder sowas. Ich weiß nicht, ob die schon erhältlich ist in Deutschland. Ich habe gehört, beim NYX Store in Köln schon. Ich habe noch nie so eine Foundation First Impression gemacht oder so. Aber würdet ihr wollen, dass ich zu der Foundation meine First Impression machen würde? Oh, Leute, die lassen sich auch voll schön verblenden. Ich habe hier zwar ein bisschen Fallout, aber ich hoffe, das kann ich einfach wegfegen, da ich die Partie ja vorher abgepudert habe. Ich nehme eine Mischung von diesen beiden Tönen. Wiederum kann ich mich nicht entscheiden. Das presse ich mir so auf. Das Fallout ist nicht ganz so leicht wegzuwischen, wie ich es mir erhofft habe. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen Baking-Puder auftragen, auch wenn ich da kein Fan von bin. Also Baken unter den Augen, ne, das mache ich halt nicht so gern. Natürlich wird das Ganze jetzt ein bisschen abnehmen, wenn ich es verblende, ne? Aber dann kann man es ja nochmal neu intensivieren. Jetzt intensiviere ich mir das Ganze hier nochmal. Und da ist einfach genau wie bei jedem anderen Smoky Eye, heißt es immer verblenden, aufbauen, bis du das gewünschte Resultat erreicht hast. Dann gehe ich noch mit so einem ganz großen Pinsel nochmal rein. So, ich arbeite mich jetzt gerade vom Wimpernkranz hoch, also die Farbe trage ich am Wimpernkranz auf und wenn dann fast keine Farbe mehr auf dem Pinsel da ist, dann arbeite ich das so ein bisschen nach oben ein, damit ich danach nicht nochmal reingehen muss und es groß verblenden muss, weil dann nehme ich mir wieder sehr viel von Pigment weg. Das Baking kommt jetzt auch weg. Und ihr könnt sehen, mein Concealer hat sich jetzt ziemlich stark hier abgesetzt. Könnt ihr das sehen überhaupt? Da. Also es gibt auch definitiv Momente, an denen ich es nicht vermeiden kann. Aber was ich dann einfach ganz gerne mache, ist, dass ich mir jetzt in diesem Falle zum Beispiel erstmal diesen Ton nehme. Für den unteren Wimpernkranz, weil da kommt ja auch Lidschatten. Und damit decke ich das Ganze einfach ab. Also ich trage auch darüber den Lidschatten auf und dann fällt sowas gar nicht mehr auf.
selbst wenn sich dann noch Concealer da absetzt, weil da halt Lidschatten aufgetragen ist, sieht man das da nicht mehr. Also das ist so mein kleiner Geheimtipp eigentlich. Manchmal gar nicht unbedingt das Absetzen des Concealers umgehen, sondern manchmal einfach abdecken. Und das hier ist gerade der Luxy 237er Pinsel, den liebe ich für Arbeit an unserem Wimpernkranz. Gehe ich jetzt rein mit dem Morphe E36 mit den beiden Orangetönen wieder und trage mir das etwas näher am unteren Wimpernkranz auf. Jetzt habe ich mir den lila Ton auch nochmal auf dem abgeschrägten Pinsel aufgenommen und trage das auch nochmal etwas näher am unteren Wimpernkranz auf. Dann nehme ich mir nochmal den Luxy Pinsel und verblende das Ganze und das ist so easy, weil du brauchst den echt nur anzulegen und der erledigt die Arbeit für dich. Als Glitzer weiß ich jetzt gar nicht so richtig, was ich machen soll. Gold oder Bronze? Bronze wäre auch cool. So sieht das aus. Das ist die Farbe Bronze von NYX. Und dann nehme ich mir auch noch den Kleber von NYX. Davon gebe ich mir ein bisschen auf dem Handrücken auf. So, Deckel verloren. Typisch Hanna. Ich nehme mir jetzt einen flachen Synthetikpinsel und damit gebe ich erstmal gezielt den Glitzerkleber auf dem Auge auf. Und zwar möchte ich das hauptsächlich hier in der Mitte haben und dann auch noch so ein bisschen nach außen verteilt. Dann gehe ich da einfach mit dem Finger etwas drüber, um das Ganze zu verblenden. Und die Kanten auch etwas weniger hart zu machen. Und dann gehe ich mit diesem fluffigen Pinsel von Essence, ich habe keine Ahnung, wie der sich nennt, aber generell mit einem Blenderpinsel in das Glitzer rein. Weil mit einem Blenderpinsel kannst du das etwas feiner aufgeben. Dann tupfe ich mir das auf. Oh ja, das war eine richtige Entscheidung. Dann könnt ihr sehen, wie das auch leichter wird außen hin, weil wir das erstmal mit dem Finger verblendet haben und mit einem Blenderpinsel das aufgetragen haben. Leute, I'm happy! So, und dann kann man einfach, da wir die ganze Partie unterhalb des Auges schon abgepudert haben, einen sauberen Pinsel nehmen und das Ganze einfach damit wegfegen. Braucht ihr euch keine Sorgen zu machen um das Glitzer. Auf meine Wasserlinie gebe ich mir jetzt diesen Lip Liner, den ich nicht als Lip Liner verwende, sondern nur als Kajal. Das ist nämlich so ein rötliches Braun und ich glaube, das würde sehr schön hierzu passen. Ich habe meine Augenbrauen übrigens ein bisschen verändert. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich habe hier oben ein bisschen weggenommen, weil die sind schon immer ungleich gewesen. Das sind die immer noch, das ist kein Problem. Aber diese war ein bisschen höher und diese war ein bisschen gerader. Und ich habe die jetzt auch ein bisschen gerader von der Form gemacht. Ich fülle sie jetzt einfach mal aus und dann könnt ihr hier sagen, was ihr davon haltet. So Leute, die Augenbrauen sind jetzt fertig. Wie gesagt, ich habe sie ein bisschen von der Form her geändert. Also ihr könnt mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. I like it. Ich habe mich jetzt gerade umgezogen. Ich habe mir auch meine Wimpern aufgeklebt. Die sind von Lash Queen im Stil Nila. Voll die süße Verpackung. Ein bisschen umständlich, um das da rauszubekommen. Nochmal. So, ich habe mir auch noch Kajal am oberen Wimpernkranz aufgetragen, den schwarzen, damit man die Haut nicht durchschimmern sieht, weil ich habe mir die falschen Wimpern aufgeklebt, wie gesagt. Jetzt Fixierspray. Ich habe ein neues. Das hier ist auf jeden Fall das Illuminating Setting Spray von CoverFX. Das sprühe ich jetzt einfach auf mein Gesicht auf. Normalerweise würde ich sowas machen, bevor ich meine Wimpern aufgeklebt habe, aber verpeilt halt. Dann müssen wir nur noch die Lippen schminken und eigentlich möchte ich mir diese Lippenfarbe auftragen. Ich versuche es mal und schaue, ob es mir nicht ein Ticken zu krass ist. Das hier ist im Übrigen der Lip Liner von Miss Sporty in der Farbe 011 Coffee. Kriegt man bei Amazon oder in der niederländischen Drogerie. So, und dann das hier ist Morocco von NYX, die Soft Matte Lip Cream. Muss das eh ausbessern, weil ich keinen Bock hatte, um genau zu malen. Ich trage jetzt mal darüber diesen Nude Lip Gloss von Bare Minerals auf in der Farbe Groovy. Das einzige Mal in meinem Leben, glaube ich, dass ich 20 Euro für einen Lipgloss ausgeben werde. Ich weiß es nicht, Leute. Vielleicht noch ein bisschen hiervon. Ich werde jetzt versuchen, in diesen Ton reinzugehen und die als Blush zu verwenden, damit es alles auch farblich passt. Ja, das ist doch schön. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Look gefallen hat. Ich würde das tragen, wenn ich zum Beispiel abends, so im Frühling, Sommer, rausgehe, auf irgendeiner Terrasse sitze, irgendwas trinke, ein leckeres kaltes Wasser oder ein Eistee oder sowas, eine Limo. Ja, und einfach ein bisschen chille. Dann werde ich diesen Look, denke ich mal, tragen. Mein Oberteil ist übrigens von Pull & Bear und ich glaube, es hat nur 16 Euro gekostet. Gibt es aktuell auch noch. Der Choker ist daran befestigt. Dann wisst ihr darüber auch Bescheid. Des Weiteren hoffe ich einfach, dass euch das Video gefallen hat, dass euch der Look gefallen hat, da es jetzt nach längerer Zeit mal wieder ein Make-up-Tutorial gab. Jetzt könnt ihr hier noch meinen Kanal abonnieren und hier zwei weitere Videos von mir schauen, die euch auch noch interessieren könnten. Und bis dann wünsche ich euch einfach noch einen wunderschönen Tag und hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal auch wiedersehen. Mua. Tschüssi!